Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zu einem neuen Video zu Shadow of the Erdtree, dem DLC zu Elden Ring. Und ich habe heute für euch eine Kombination, die ich im Moment richtig nice finde und ich mein Bild entsprechend ein bisschen umbaue. Wie ihr an diese geile Rüstung kommt, das zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Aber heute geht es um das Wolfswappenschild und um die Milady. Das ist ein leichtes Großschwert, eine der neuen Waffengattungen im Spiel, die richtig geile Kombis erlaubt, schöne Schlagfolge hat und mit aufgeladenem Schlag macht das leichte Großschwert immer so ein Doppelhit, was halt richtig nice ist. Den kann man sogar, wenn man danach noch drauf will, kann man da quasi 4 schnelle Schläge rausholen. Das ist richtig nice. Gepaart mit dem Schild natürlich kann man da richtig gut kontern. Eine richtig geile Kombi. Gehen wir kurz auf die Sachen ein. Ihr seht hier das Wolfswappenschild. Ich habe beide auch direkt hochgeballert. Ich habe so einen Spaß damit. Richtig nice. Das Schöne an dem Wolfswappenschild, das braucht nur 12 Stärke. Das ist ganz nice. Wie ihr seht, es hat halt absolut Top-Werte. Ne? Resistenz, Schadensminderung gegen körperlich bei 100%. Das ist nice. Der Rest magisch, Feuer, Blitz, heilig. Und ein Abwehrbonus von 66, was halt richtig, richtig nice ist beim Blocken und beim Kontern. Ja, sonst seht ihr hier. Und dann habt ihr hier halt die Milady. Die habe ich auf solide umgeskillt. Und die skaliert halt wunderbar mit Geschicklichkeit. Ich im Moment schönes Geschicklichkeitsbild spiele. Braucht auch nur 12 Stärke. Das ist auch ganz cool. Wenn man da kein reines Stärkebild baut, ist das wirklich eine Anforderung, die absolut okay ist. Skaliert natürlich am besten mit Geschicklichkeit. Man braucht ein bisschen mehr Geschicklichkeit, um es zu nutzen. So, definitiv was für euch zum Ausprobieren und wie ihr da rankommt, zeige ich euch gleich in den beiden Clips. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß.